Guten Tag, dieses Video zeigt das Anschließen des Buki 2 XM-Generators und die Installation des Programms. Dies ist der Generator. Dies ist das USB-Kabel zum Verbinden des Generators mit dem Computer und dies ist das Netzteil. Wir versenden ein dem Land des Nutzers entsprechendes Netzteil. Das ist ein US-Standardteil. Nun installieren wir zuerst die Software. Ich habe die Datei bereits heruntergeladen. Ich öffne das Installationsprogramm. Wähle meine Sprache und klicke auf OK und Weiter. Wähle Ja und klicke jeweils auf Weiter. Und wähle Ja, um das Programm zu starten und klicke auf Beenden. Die Software sucht nun nach dem Generator und ladet die Frequenzdateien. Es wird nun angezeigt, dass kein Generator gefunden wurde. Ich klicke Ja, um die Treiber zu installieren und klicke auf Next, wähle Yes und folge den Anweisungen. Ich klicke auf Yes, um das Buki 2 Programm zu beenden. Erst wenn das Programm beendet ist, schließe ich den Generator an den Computer an. Als erstes nehme ich das USB-Kabel, um den Generator an den Computer anzuschließen. Dann schließe ich das Stromkabel an und stecke das Netzteil in die Steckdose. Nun setze ich den Buki 2 Boost an den Generator und ich ziehe den Gewinde an, um ihn zu befestigen. Das ist der Boost und das ist das Remote BN. Und ich stecke es in den BN-Anschluss und muss auch hier das Gewinde anziehen, um es richtig zu befestigen. Dann lege ich das präparierte Stückchen Fingernagel in den Remote BN-Teil. Dann starte ich den Generator.
Nun zeige ich, wie man eine Verknüpfung vom Spooky 2 Programm auf dem Desktop anlegt. Erst öffne ich den Ordner vom installierten Spooky 2 Programm und klicke mit der rechten Maustaste auf der Spooky 2 Anwendungsdatei und wähle Senden an Desktop aus, um den Shortcut zu erstellen. Dann öffne ich das Spooky 2 Programm. Die Frequenzen werden nun geladen. Ich zeige nun, wie für den Fernmodus die voreingestellten Bereiche gestartet werden. Ich klicke auf Detox, dann Remote, dann Terrain RBY. Nun den Kontrollreiter anklicken und bei Allow Generator Overrides ein Häkchen setzen. Den Generator auswählen und Start klicken. Beim Beginn der Behandlung ist mit dem ersten vorgegebenen Wert zu beginnen. Sie sehen, die Lichter für die Fernfrequenzen blinken nun. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos.